Wir sind Tobi und Imke, reisen seit 6 Jahren um die Welt und sind mit unseren Vans schon über 80.000 Kilometer durch 4 verschiedene Kontinente gefahren. Wir haben Sicherheit gegen Freiheit und Abenteuer getauscht und wurden mit unvergesslichen Erlebnissen belohnt. In der ganzen Welt haben wir uns zu Hause gefühlt. Nun werden wir mit unserem selbst ausgebauten Van Vollzeit durch Europa reisen. Also, auf geht's! Das ist das Helle? Dunkel. Ist dunkel. Ah, das ist das Helle. Helle sieht schön aus. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bei uns geht es heute darum, die Türen unseres Fiat Ducatos zu filzen. Und dafür haben wir das Carpet Filz von Adventure Truck zur Verfügung gestellt bekommen. Danke nochmal dafür. Das gibt es in 3 verschiedenen Farben. Das hier ist hellgrau, dann ein bisschen dunkler in dunkelgrau und noch eine Stufe dunkler. Es nennt sich Anthrazit. Das soll sich richtig gut verarbeiten lassen und ist auch sehr dehnbar. Das werden wir gleich noch ausführlich testen. Und dazu haben wir dann noch den Kraftsprühkleber Plus von Würth gekauft. Da soll man eine Dose pro Quadratmeter brauchen. Wir schauen mal, wie weit wir damit kommen werden. Aber erstmal möchte ich euch noch was zum Filzen im Van allgemein sagen. Man filzt die Türen oder den Innenraum allgemein, weil sich das dann einfach ein bisschen wohliger anfühlt im Auto. Das Blech ist nicht mehr ganz so kalt. Und man sagt auch, dass das Filz isolierend wirken soll. Vielleicht bringt es dann auch noch mal ein bisschen mehr dazu. Und bevor wir jetzt anfangen können, müssen wir das Filz zuschneiden, ausmessen und unsere Türen erstmal gründlich reinigen, sodass der Kleber dann auch darauf haften wird. Wir haben jetzt die Tür mit Silikonentferner und einem Lappen entfettet und jetzt müssen wir erstmal alle Abdeckungen abmachen. Hier zum Beispiel der Türgriff muss abgemacht werden, der ist ja einfach in die Tür geschraubt. Und jetzt wollte ich euch noch einmal erklären, welche Bereiche wir jetzt überhaupt filzen werden. Und zwar war hier, hier und auch da oben eine Plastikabdeckung drauf. Die möchten wir mit 4 mm Pappespülz austauschen, das heißt, wir werden die komplette Tür filzen, diesen Bereich aber ausschneiden, genauso wie den großen und auch den hier unten. Und jetzt zeige ich euch doch mal, was wir bei der Schiebetür vorhaben. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier schon die komplette Verkleidung mit dem hellgrauen Filz überzogen. Es sieht auch richtig schön und wohnlich aus. Man sieht nirgendwo mehr Metall. Gefällt uns richtig gut. Das hier ist unsere Schiebetür. Da haben wir hinter den Verkleiden schon mal mit 19 mm Armaflex gedämmt. Und wir werden auch für die Schiebetür das hellgraue Filz benutzen, was wir auch hier haben, weil wir es einfach am schönsten finden, weil es halt so eine schöne helle Farbe hat. Hier ist ja eigentlich die große Plastikabdeckung, die werden wir mit dem dunkelgrauen Filz beziehen, damit wir einfach nochmal einen schönen Kontrast zu dem hellen Filz haben. Und bei diesen beiden Bereichen hier werden wir dann nochmal Pappelsperrholz anbringen. Da das Filz nicht über die Dichtung geklebt werden darf, da es sonst Feuchtigkeit von draußen nach innen saugen würde, zeichnen wir jetzt mal an, wo die Dichtung auf der Tür liegt, so dass wir dann wissen, wo wir überall den Kleber hinsprühen und wie weit wir das Filz hier eigentlich kleben müssen. Es wäre ideal, am Ende mit einem Stück Kreide das anzuzeichnen, aber wir haben keine Kreide. Darum nehmen wir jetzt diesen Folienmarker und machen das einmal außenrum, so dass wir das da auch sehen können. Wir haben jetzt einmal die Bereiche hier abgeklebt, die nicht mit Sprühkleber vollgesprüht werden sollen. Einmal ist das da oben und auch hier das Türschloss. Wäre auf jeden Fall schlecht, weil der Sprühkleber reinkommt. Eigentlich würde man das mit Kreppband machen, aber es ist Sonntag und wir haben kein Kreppband. Deswegen haben wir jetzt einfach das weiße Isolierband hier genommen. Dann kann man jetzt ganz gut sehen, wo wir mit dem Edding angezeichnet haben, bis wohin die Dichtung geht. Also den Bereich hier sollten wir gar nicht mit Filz abkleben, sondern es sollte wirklich dort enden. Das war uns davor gar nicht so richtig bewusst, deswegen ist gut, dass wir das nochmal hier angezeichnet haben. Hier bei dem Bereich ist es so, dass wir das Filz eigentlich auch wirklich bis hier hin machen können.
Dort oben sieht man ja auch den Strich und hier unten würden wir es einfach hier zu Ende laufen lassen. Das heißt, jetzt müssen wir einmal ausmessen, wie viel Filz wir benötigen. Wir werden ja hier anfangen und dann werden wir es einmal so hier drum kalkulieren, weil hier ist ja noch der Knick. Das sind jetzt 80 cm, aber man sollte immer ein bisschen Puffer einplanen. Also werden wir ungefähr wahrscheinlich nochmal 10 cm draufnehmen zur Sicherheit oder vielleicht auch 5, dann halt 85 bis 90 cm haben. Und von der Höhe her haben wir jetzt 1,80 Meter. Das passt sehr gut, weil das Füß kommt immer in der Breite von 2 Metern. Dann können wir es also die 2 Meter volle Breite nehmen und dann ungefähr 85 bis 90 cm in der Länge. Wir haben jetzt eine Breite von 95 cm genommen, weil das Filz immer in 2 Meter geliefert werden, passt das auch sehr gut für unsere große Hecktür. Dann haben wir jetzt also 2 Meter Länge und 95 cm Breite. Und das sollte so auch sehr gut passen, dass wir hier halt noch genug Spielraum haben, weil sich das hier auch in die ganzen Kanten und abgerundeten Stellen reinziehen muss. Wir haben das Filz angehalten, es scheint sehr gut zu passen. Jetzt haben wir hier den Sprühkleber von Will, den haben wir euch eben schon mal gezeigt. Das ist ein Kontaktsprühkleber, das heißt, man muss die Oberfläche von beiden Seiten ansprühen, also einmal das Filz von der Rückseite und auch hier unsere große Hecktür. Und die werden wir jetzt komplett einsprühen, bis auf die Bereiche, wo später gar kein Filz sein wird. Wir haben ja gesagt, wir werden hier oben, hier und auch dort und auch hier Holz anbringen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht unseren Kleber verschwenden und hier komplett reinsprühen. Wir werden also nur bis zu den Kanten hier sprühen, dass es halt hier wirklich klebt und hier in der Mitte muss es ja sowieso nicht kleben. Die Schiebetür haben wir jetzt eingesprüht. In den Rundungen hier haben wir ein bisschen mehr gesprüht, sodass es darauf jeden Fall sehr stark halten wird. Jetzt sprühen wir das Filz auch noch ein von der Seite und werden das dann ungefähr 5 bis 10 Minuten ablüften lassen, sodass der Kleber sozusagen antrocknet und dann können wir es anbringen. Filz ist angebracht, war gar nicht so einfach. Zu zweit geht es auf jeden Fall besser. Wir haben es erst hier oben angedrückt und arbeiten uns dann von da nach unten. Und jetzt kann man sich in den Rundungen von innen nach außen arbeiten, indem man halt hier rund fährt und immer weiter nach innen drückt. Man sieht auch schon, wie sich das echt cool anpresst. Also da das Filz so dehnbar ist, gleicht es sich den Konturen echt gut an und man kann eventuelle Fehler auch noch minimal ausbessern, wenn man halt in die Richtung zieht. Wird die Spannung hier in der Mitte zu groß, kann man das dann später einschneiden und so die volle Rundung anpressen. Man merkt gerade, dass der Filz da ziemlich auf Spannung ist, weil er sich so an alle Seiten irgendwie eindehnen muss. Deswegen schneide ich ihn jetzt hier schon mal jeweils ein, damit wir dann halt ein bisschen mehr Platz haben, was hier noch in die ganzen Rundungen reingehen kann. Soweit sitzt das Filz überall. Hier schneiden wir den Bereich jetzt raus, weil da kommt das Holz sowieso dran. Es war echt gut, dass man das hier eingeschnitten hat. Dann konnte man hier das in die jeweilige Richtung ziehen, wo man es brauchte. Denn da sich das so gut stretcht, zieht es sich dann halt wirklich in die Ecken überall rein.
Wir drücken das jetzt nochmal richtig gut an und dann schneiden wir die Konturen aus. Das wird ein bisschen fummelig. Zum Beispiel hier die überall und vor allem bei den Türkanten, da dürfen wir nicht zu viel abmachen, aber auch nicht zu wenig, denn hier wird die Dichtung sitzen und saugt die Wasser rein. Und dann tasten wir uns jetzt so Stück für Stück voran. Und ja, das Filz würde auch auf Armaflex halten, also man könnte die ganze Tür einsprühen und drückt das Filz dann da rein. Da sollte man dann aber hier mehr Material einplanen. So, die Tür ist weitestgehend fertig, sieht jetzt gar nicht mehr so cool aus, weil wir das rausgeschnitten haben, da ja noch Holz hinkommen wird. Das hier haben wir auch schon alles wieder dran geschraubt. Wir machen jetzt immer noch kleine Feinstarbeiten, wie hier das Türschloss rauszuschneiden, da oben auch. Und dann war ganz wichtig, die Klinge regelmäßig abzubrechen, halt mit einer Zange so. Weil die Klinge geht unglaublich schnell wieder stumpf und wenn man sie dann abgebrochen hat, dann schneidet die auch wieder schön sauber, sonst sieht es nämlich ausgefranselt aus. Hier arbeiten wir uns jetzt noch ein bisschen vor und machen schon mal die andere Tür, sodass wir dann jede eine Tür noch bearbeiten können und dann widmen wir uns dem Holz. Die beiden Türen sind soweit fertig. Die Emke misst schon mal die Schiebetür aus. Und jetzt müssen wir hier noch Feinarbeiten machen. An der anderen Tür fangen wir an. Wenn wir die schließen, dann können wir hier jetzt sehen, wo das Filz auf die Dichtung auftrifft. Und wie man sieht, sind wir noch zu weit draußen. Wir müssen also noch ein Stück abmachen. Normalerweise würde man jetzt Kreide nehmen und da einmal langfahren. Wir haben Sonntag und keine Kreide da. Wir werden jetzt irgendwie schauen, dass wir das anzeichnen und dann anhand dessen, was wir hier sehen, die Linie noch rausschneiden. Dann widmen wir uns der Seitentür und dann können wir endlich mit dem Holz anfangen. Das hier ist jetzt der Filz für die Schiebetür. Den haben wir mal grob angehalten und dann die Bereiche angezeichnet, wo eigentlich der meiste Kleber dran muss, denn so sparen wir uns auch noch eine Menge Kleber, denn in die Bereiche hier und da oben, da kommt ja gar kein Kleber rein, denn die werden ja gar nicht angeklebt, denn so langsam haben wir auch nur noch 1,5 Dosen Kleber über, also man braucht wirklich ziemlich viel Kleber, aber dafür hält es dann auch echt bombenfest. Das klingelt, aber wir können nicht aufmachen. Nee. Wir können gerade nicht. Gut, das Wichtigste ist ruhig bleiben. Sonst geht es nämlich nicht. So, die Taktik hat richtig gut funktioniert. Wir haben erst die Tür geschlossen, das Filz angedrückt, dann positioniert, dann die Tür geöffnet, ist rausgeschoben, also ganz angeklebt. Und jetzt machen wir die Tür wieder zu und arbeiten uns von innen nach außen vor, drücken alles an und schneiden die Leerräume aus. Ja, und dass wir das so angezeichnet haben, hat auch gut funktioniert. Also, sonst hätten wir viel zu viel Sprühkleber benutzt und den hatten wir auch gar nicht mehr. Deswegen ist das gut, dass wir jetzt nicht die komplette Fläche gesprüht haben, sondern einfach nur die Bereiche, wo das Filz dann halt auch wirklich aufsetzen wird und weil das hier schneiden wir eh raus. Die Schiebetür ist jetzt auch fertig. Wir sind insgesamt sehr zufrieden, nur die Schiebetür zu filzen auf jeden Fall ein bisschen schwieriger, weil man die im Gegensatz zu den Hecktüren halt nicht aufmachen kann. Aber ja, jetzt haben wir hier noch diesen Hochleistungs-Speziallöser von Caramba.
Den haben wir auch dort gekauft. Und wir haben ja hier noch einige Klebereste, wie man sehen kann. Das sieht natürlich gerade nicht so schön aus, deswegen wollen wir die noch abkriegen. Da findet man einfach ein altes Stück Filz und dann sprüht man einfach den Kleberentferner hier hin. Dünn an den Rand und dann geht das mit ein bisschen Rubbeln eigentlich auch ziemlich gut weg, wie man sehen kann. Dann hat man hier auch einen schöneren Übergang zum Blech. So, diese Abdeckung hier haben wir auch schon gefilzt. Wie man sehen kann, ist das jetzt eine andere Farbe, das ist das Dunkelgrau. Das ist nochmal ein schöner Kontrast zu dem hellen Grau. Und das werden wir jetzt für die Schiebetür benutzen. Ich habe einfach das hier als Schablone benutzt, auf das Filz gelegt, perfekt ausgeschnitten, sodass wir eigentlich keinen großen Übergang haben. Und diese Klipse, die habe ich hier auch wieder reingemacht. Da habe ich einfach mit der Schere einmal hier so ein Loch gemacht. Dann kann man die wieder reinstecken. Ja, und hoffentlich passt das jetzt noch genauso gut, wie ich mir das vorstelle. Okay, wir haben jetzt noch mehr von dem Filz entfernt, sodass man hier halt wirklich die Löcher sehen kann. Da gehen nämlich diese Knipser rein. Ich werde jetzt mal versuchen, ob ich das so festkriege. Ja, ich will jetzt gerade dabei, diese Knipser irgendwie richtig reinzudrücken. Manchmal geht das nicht so einfach, weil hier ist jetzt ja der Filz zwischen. Aber generell sieht es richtig gut aus und ich bin auch gerade froh, dass wir uns für dieses Teil, für die dunkle Farbe entschieden haben, weil es einfach ein schöner Kontrast ist. Und diese Knipser, die sind ja auch so dunkelgrau, dann fallen die hier eigentlich gar nicht so groß drin auf. Man könnte zum Kleberrest entfernen übrigens auch einen ganz normalen Lappen nehmen, aber ich habe das Gefühl, mit dem funktioniert das nicht so gut, weil er nicht so griffig ist und nicht so rau ist. Und deswegen mit diesem alten Stück Filz klappt es halt irgendwie tatsächlich viel besser als mit einem ganz normalen Lappen. Das hier ist unsere riesige 4 mm Holzplatte. Die haben wir aus dem Holzhandel und daher hat die so ein riesiges Maß, was aber dann immerhin für all unsere Verkleidungsteile reichen wird. Und das Teil aus der Hecktür können wir jetzt als Schablone nutzen. Wir fangen nämlich erstmal mit den einfacheren Sachen an und dann müssen wir die hier oben irgendwie aus Pappe, da müssen wir für hier oben irgendwie aus Pappe eine Schablone bauen, können das aber dann alles immer so abhausen und uns so die nötigen Verkleidungsteile bauen. Wir haben uns hier unser 4 mm Pappesperrholz ausgeschnitten, ausgesägt. Hat eigentlich richtig einfach funktioniert, weil wir eine Schablone hatten. Jetzt gucken wir mal, ob das passt. Ja, sieht sehr, sehr schön aus. Passt auch echt gut ein und weil das eben so dünn ist, schmiegt sich das auch schön hier in diese Kerbe rein. Jetzt müssen wir halt noch gucken, wie wir das befestigen. Es hält gerade schon von selber. Weil wir hatten uns gedacht, dass wir am besten diese grauen Knöpfe wieder benutzen und die hier halt reinmachen. Aber im besten Fall nicht 12 pro Stück, sondern vielleicht nur so 4-5, damit es halt eben nicht so doll auffällt. Das ist unser Ergebnis. Wir sind sehr zufrieden. Es ging wahnsinnig einfach. Wir sind selber sehr überrascht. Wir haben das jetzt so gemacht. Wir hatten halt schon beim Abhausen einfach hier die Löcher vorgezeichnet, wo die sind, dann mit einem Bohrer durchgebohrt, dann einfach diese Knöpfe eingesetzt und dann das Holz rangedruckt und das ist unser Ergebnis. Wahrscheinlich werden wir das Holz aber nicht so hell lassen. Wir werden das wahrscheinlich noch ölen, aber wir wissen noch nicht, welche Farbe und welcher Farbton und so weiter. Das gucken wir später, wird dann halt auch helfen, weil das hier ist ja sozusagen unsere Heckgarage, wo wir die ganze Zeit Sachen ein- und ausladen. Dann wird es einerseits vor Nässe schützen und vielleicht auch vor kleinen Macken. Ja, und jetzt werden wir das zweite Stück auch noch hier dran machen. Dann, ab dann wird es ein bisschen schwieriger, weil wir hier keine Schablone haben. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Die obere Verkleidung sitzt jetzt auch. Die haben wir einfach mit der Hand angefertigt und uns langsam herangetastet. War bei dem Kleinen jetzt nicht ganz so einfach, aber es ging, weil man eben nicht ganz so viele Rundungen hat. Der Vorteil ist, das können wir jetzt einfach spiegelverkehrt abhausen und dann da einsetzen. Dann müssen wir uns nur noch an die mittleren Rahmen machen, die sind was größer. Und dann haben wir das untere verkleidet und vorne in der Schiebetür haben wir unseren dunkelgrauen Filz. Da müssen wir dann auch nur noch die Mitte machen und das obere Teil.
Wir nähern uns jetzt langsam dem Ende mit den Abdeckungen. Die mittlere, die war ein bisschen fummelig anzufertigen, ist einfach zeitintensiv, aber sie passt jetzt relativ gut. Die werden wir dann als Schablone für die andere Seite nutzen. Oben die beiden sind noch am Trocknen, die haben wir jetzt mit Montagekleber festgeklebt auf das Metall, mussten dafür nochmal das Filzernstück wegschneiden, sollte aber sehr gut halten, denn da oben muss man ja nicht mehr ran. Hier die in der Mitte, die möchten wir mit solchen Clips befestigen. Die sind eigentlich vom Mercedes Sprinter, denn der hat die Verkleidung so serienmäßig drin. Und die Klipse haben wir freundlicherweise von jemandem aus Facebook bekommen, der seinen Sprinter ausgebaut hat und diese nicht mehr benötigt hat. Da sind wir sehr dankbar für, denn die kann man auch für ziemlich viel Geld im Internet sonst bestellen. Aber so ist das echt super. Die werden mit diesen Bohrschrauben hier befestigt. Ich werde jetzt noch ein bisschen hier dran rumfeilen, dass das schön in die Ecken passt und das dann mit diesen Haltern befestigen. Filzaktion ist nun beendet. Es hat jetzt ungefähr 1,5 Tage gedauert, aber auch nur, weil wir noch die Holzpaneelen gemacht haben. Sieht unserer Meinung nach richtig gut aus und das Filz ließ sich auch richtig gut verarbeiten. Wirklich wichtig dabei war es, die Klinge öfters abzubrechen, sodass man einen sauberen Schnitt kriegt. Hat aber alles echt gut funktioniert und wir sind mit dem Ergebnis richtig zufrieden. Wir hatten jetzt insgesamt 14 Quadratmeter Filz verwendet, aber auch nur, weil wir die Holme und noch die Rückseiten der Hängeschränke gemacht haben. Aber wir würden es auf jeden Fall immer wieder so machen. Der Kleber hält richtig gut, aber wir hätten selber jetzt nicht gedacht, dass man so viel davon braucht. Also eine Dose pro Quadratmeter musste man auf jeden Fall verwenden. Insgesamt hatten wir jetzt rund 10 Dosen Kleber, aber das liegt auch daran, dass wir von den 14 Quadratmetern Filz ziemlich viel Verschnitt hatten. Nur anders geht es halt nicht, um den Filz ohne Übergänge auf die Türen aufzubringen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dürft ihr uns gerne kostenlos abonnieren. Bis zum nächsten Mal.